Meine Damen und Herren, wir machen einen Gump jetzt von den Jungen zu den Alten, denn auch die Alten, die haben bekanntlicherweise Träume. Und die Träume gibt es zu füllen, auch dann, wenn man sogenannt pensioniert ist. Und genau um das geht es mit meinem nächsten Gesprächspartner. Er ist jemand, der selber vor 2 Jahren in Pension gegangen ist und gefunden hat, nein, also das kann es jetzt nicht sein. Jetzt habe ich eine goldige Idee. Und diese goldige Idee hat er umgesetzt. Und zwar eine Internetplattform für Rentner. Also man kann, das sagt er mit seinen eigenen Worten, alte Säcke und alte Schachteln mieten und kann damit diesen Menschen auch eine Perspektive geben. Und genau um das geht es in seiner Arbeit. Und es nimmt mich wunder, wie das standgekommen ist. Darum ganz herzlich willkommen, Peter Hildebrand. Hey, willkommen, schön, bitte da. Merci. Seit vor 2 Jahren habt ihr euch selber pensioniert. Ihr hattet ein Elektrikergeschäft mit 65 und habt gefunden, jetzt wollte ich noch etwas machen. Wieso nicht jetzt einfach ein bisschen aufs Bänkchen höckeln und ins Grüne schauen oder spazieren? Ja, das geht nicht so einfach, wenn man 65 ist. Erstens mal muss man voran anfangen, überlegen, was man macht. Und das habe ich nicht gemacht. Weil irgendwann ist man dann einfach pensioniert. Das ist mal der eine Teil. Und der zweite Teil ist der, dass ich sehr viel geschafft habe und dann ist der Motor hochgelaufen und ich habe einfach gesagt, jetzt muss der Motor oben runter und dann können wir ihn laufen lassen wie ein Dieselmotor und dann läuft er noch weiter, muss nur Ölwechsel und Schmieren machen und dann funktioniert das. Und das hat er ganz offensichtlich, der hat die Idee von so einer Internetplattform gehabt. Wie ist denn die gekommen, einfach so, aus dem Nichts raus? Ja, das ist eher eine Schnapsidee gewesen. Ich habe gesagt, ich muss eine GmbH, weil ich nachher Beratungen machen. Aber dann hat man gemerkt, dass mit dieser GmbH auch noch etwas anderes gemacht werden kann. Und dann habe ich das mit meiner Tochter, mit ihrem Mann zusammen durchgenommen. Und dann irgendwann ist die Schnapsidee gestanden. Aber wir haben dann auch nicht gewusst, dass das Rentner heisst. Es hat dann alles andere geheissen. Aber dann haben ihre Leute haben dann da mal ein bisschen gehirnet und dann ja, irgendeines Tages ist es gestanden und dann ist es losgegangen. Also die Plattform heisst Rent a Rentner, ja. Miet a Rentner. Jetzt hat man das mal aufs Netz gestellt, aber ich nehme ja nicht an, dass jetzt gerade der Zulauf von Anfang an gross war. Also ist es euch, im Unterländer habe ich dann angefragt, ob ich echt dürfte ein kleines Inserat machen für etwa 300 Franken. Aber ich würde dann einen Artikel machen und dann ist das Fräulein gekommen und hat dann ein Foto gemacht von mir und dann haben wir dann das ausdiskutiert. Und dann war es eine Drittelseite gewesen, und ich habe aber immer noch ein gleich kleines Inserat gemacht. Das ist das einzige Mal, wo ich ein Inserat gemacht habe. Also es hat sich gelohnt, er hat ein Inserat gemacht und hat gesagt, ich suche Rentner, die Lust haben, sich zu vermieten. Ja, am Anfang ist das schon nicht so gut gelaufen. Da habe ich zuerst mal alle Kollegen angehauen und die haben natürlich gesagt, ich spinne, oder? Das ist ja logisch, oder? Und dann habe ich aber gleich 10 Stück gehabt. Und dann hat es irgendwie hat es dann einfach gegeben. Auf einmal hat es Leute gehabt, die gesagt haben, da mache ich mit. Wie funktioniert es denn genau? Also man kann sich bei euch anmelden und muss man da etwas zahlen oder wie läuft das? Also am Anfang haben wir ja gemeint, wir können etwas verdienen mit und zwar sofort, aber das ist dann nicht der Fall. Bis jetzt haben wir alles selber gezahlt. Wie viel hat er investiert bis jetzt? Ja, soll ich jetzt das sagen, Sarah, oder? Ja, also dann sage ich 100'000 Franken. Und das hat er einfach gefunden, die Idee gefällt mir und darum wollte ich es durchziehen. Ja. Wenn man einmal anfängt, muss man auch, wenn man A sagt, muss man auch B sagen. Mhm. Und ich bin nicht der Typ, der einfach beim A stehen bleibt, sondern ich sage auch B und dann gebe ich Gas. Das ist die Situation. Und man ist dann hergehockt, man hat weitergesucht und dann haben wir eben eigentlich relativ schnell gute Werbung bekommen in den Zeitungen rein. Die Zeitungen haben berichtet über euch und das ist ein spannendes Projekt. Von daher haben wir eigentlich nicht mehr viel müssen machen. Wie viele Leute habt ihr denn jetzt, die bei euch angemeldet sind? Ja, also der Stand heute Abend weiss ich nicht auswendig, aber irgendwo etwas über 900. Das mag jetzt noch ein bisschen mehr sein oder weniger. 900 ältere Menschen, die sich anbieten für gewisse Tätigkeiten. Jetzt kann man sagen, jetzt macht er als ehemaliger Handwerker, der alteingesessene Handwerker mit Rentner Konkurrenz. Ja, haben Sie schon mal einen Sanitär gesehen, der einen Wasserhahn ist, gucken flicken, wenn er tropft? Nein, gar nichts. Der tropft weiter. Oder eine Lampe aufhängen, die Sie im Migros kaufen. Ja, und dann niemand. Kommt der Elektriker auch nicht, dann müssen sie irgendeinen so einen alten Sack haben. Wer macht denn das? Also es sind hauptsächlich Arbeiten, die im Garten oder im Haushalt als kleinere Tätigkeiten man froh ist, wenn das jemand macht. Das ist richtig. Betitelt eure
ich sage jetzt mal, Mitarbeiter oder eure in dem Sinn Kollegen, die auf dem, dieser Plattform erscheinen, als alte Säcke und alte Schachteln. Tut man sie da nicht vor den Kopf stossen? Das stimmt ja eigentlich, oder? Ja. Das sind ja alte Säcke und alte Schachteln. Das müssen wir doch einfach richtig anschauen. Wir haben doch alle Rümpfe. Mhm. Oder? Frauen ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Die haben ein bisschen Botox noch drin und dann haben sie weniger Rümpfe. Aber das merken wir dann schon auch. Dann müssen wir halt Bescheid geben, wenn sie solche Fotos drin hat, die erst 20 sind. Also gibt es Bewerberinnen, die bescheissen mit ihren Fotos? Vor allem Frauen. Ehrlich. Männer weniger, die können auch nicht bescheissen. Wenn sie einen Bart haben, der ist grau, oder? Das ja. Kann man nicht ändern. Und dann kontrolliert ihr das und ändert es oder läutet ihr ihn an? Also Zara schaltet es auf und wenn irgendetwas klemmt, dann gibt es mir und dann bin ich dann einfach schlussendlich der Esel, der muss schauen, ob es das tatsächlich stimmt. Mhm. So läuft das bei uns. Also die Arbeit ist teilt. Ich habe keine Ahnung von einem Computer, ich kann ihn wohl bedienen, aber das andere macht Zara mit ihrem Mann zusammen. Mhm. Ihr habt jetzt gesagt, ihr habt um die 900 Leute, die jetzt ihre Arbeit anbieten, Gartenpflege, Hund ausführen. Gibt es da auch lustige Begebenheiten, die ihr jetzt da in den letzten zwei Jahren erlebt habt? Ja, es gibt natürlich praktisch Alltag irgendetwas, wo man lachen kann. Aber zwei, drei Sachen weiss ich schon. Wir haben das Grosse im Langnau, im Emmental, das haben wir angeläutet und dann in einem schweren Berndeutsch hat sie mir dann das erklärt, sie wollte mitmachen. Dann habe ich gesagt, ja, was können sie denn? Dann hat sie gesagt, alles, was im Haushalt drin ist. Mhm. Und ich habe aber immer gehört, dass ein Bub hinten dran etwas reinschnürt. Dann habe ich gesagt, sie, wer ist denn das, was da hinten reinschnürt? Und dann hat sie gesagt, das sagt der Enkel. Und dann habe ich gesagt, ja, was hat denn der für eine Funktion? Ja, das, der sagt jetzt einfach Birren. Dann habe ich gesagt, gebt mir den mal. Dann habe ich den am Telefon gehabt und habe gesagt, du, wie ist das mit dir? Dann hat er gesagt, ja, er hat einen Laptop. Also das Grosse hat natürlich kennengelernt. Und hat er kennengelernt. Sie hat keine Ahnung von einem Computer. Mhm. Dann habe ich gesagt, ja, kannst du den bedienen? Dann hat er gesagt, ja, er hat das Grosse schon drauf, mit Foto alles zusammen. Aber sie weiss noch nicht, wie das weitergeht. Mhm. Dann habe ich gesagt, ja, jetzt musst du mit ihr etwas abmachen, oder? Und dann haben sie wieder miteinander geschnürt und dann hat er am Schluss einfach gesagt, er hat noch 10% gerade Garantie abgemacht und dass er verdienen tut mit also Vermittlungsgebühr sozusagen, ja. Wenn das Grosse jetzt kann verschüttet ja, werden für genau. Irgendeinen Haushaltsstelle. Finde ich sehr der ist also geschäftstüchtigen Enkel. Und der ist in der 6. Klasse, uh-huh. Also der kommt raus. Ja, der kommt raus, ganz ja. Offensichtlich. Wie ist die Nachfrage? Haben die 900 Leute auch etwas zu tun? Also es gibt einige. Die haben sehr viel Arbeit und es gibt so einige, die haben keine Arbeit. Wenn man nichts macht, dann kommt nichts, das ist auch da so. Mhm. Und die etwas machen, da kommt halt etwas. Mhm. Ich kann ein Beispiel sagen, im Tessin hat mir eine Frau angerufen, ganz am Anfang, sie wollte mitmachen, sie sei leider ihrem Mann sei gestorben. Aber im Tessin kommen sie ja gleich nie etwas über. Und ich habe gesagt, ja, sie soll sich mal anmelden. Und dann hat sie sich angemeldet und nach einem halben Jahr läutet sie mir an und sagt, sie, darf ich echt noch meine Freundin mitnehmen. Ich habe so viel Arbeit, dass ich nicht mehr mal komme. Jetzt müssen Sie hören, was sie macht. Sie macht nichts anderes als die Post leeren. Sie geht bei Häusern Fenster auf und zu machen. Und sie tut Wohnungen lüften und Sonnigzeug. Und das hat sich durchgeredet und die hat die Arbeit ja, mit, verrückt. Mit all den Deutschschweizern, die ja. Ihre Wohnungen im Tessin haben und nie runterkommen, weil sie in Gotthard bleiben stecken. Ja, oder die Deutschen, die sagen, sie kommen nicht mehr in die Ferien. Ja, genau, weil der Euro zu ja. Hoch ist. Ihr habt noch Kolleginnen und Kollegen mitgenommen. Darf ich schnell die ja, fragen? Ja, weil die sind nämlich genau auf dieser Internetplattform. Ihr seid, glaube ich, einer von den Rentnern, die man mieten kann. Das ist richtig, ja. Was kann man bei euch buchen? Wenn jemand ein Problem hat mit dem Computer, vielmals sind das ältere Leute, die sagen, in den Kurs kann ich nicht gehen, weil dann mag ich nicht folgen. Oder wenn der Schwiegersohn, der versteht das auch, aber der hat nie Zeit, ja, dann habe ich Zeit. Und keine Geduld wahrscheinlich. Genau, keine Geduld. Das habe ich dir gestern schon mal erklärt und da würde mir nicht einfallen, das zu sagen. Das ist auf mir, da kommt ja mir recht. Wie viel Zeit schafft ihr jetzt für das Projekt? Ja, das sind sicher einen Nachmittag pro Woche. Also es gibt euch auch einen Lebensinhalt zusätzlich? Also ist absolut eine sinnvolle Beschäftigung. Es sind gute Freundschaften schon entstanden und wir haben immer den Plausch. Seid ihr auch auf dem Netz? Nicht. Also, dann gehe ich zu dem Nächsten her. Der sieht aus, wie wenn er dabei wäre. Ja, ein alter Sack. Ja, genau. Für was kann ich euch buchen? Also, ich bin eigentlich Mädchen für alles. Mhm. Und sonst sage ich dann, nein, jetzt mache ich nicht mehr mit. Oder?
Beispielsweise, also wenn der Wasserhahn tropft, dann kommt er daher. Da bin ich der richtige Mann, ja. Und wenn man muss jäten im Garten? Auch, mache ich auch. Und nicht mehr so gerne wegen dem Bucken. Oder? Und wenn ich muss Bilder aufhängen? Sowieso. Wenn man muss mit dem Hund spazieren? Mache ich auch. Wenn man muss den Jockey futtern, den Kanarienvogel? Mache ich auch. Schildkröten auch. Aha. Was kostet der? Ja, das ist natürlich. Ich muss ja zuerst die Leute anschauen, wo ich hergehe. Oder? Bei einem jungen Fräulein kostet es etwas weniger. Ist gut möglich, ja. Ja. Wie viel Zeit verbringt ihr mit dieser Arbeit? Ja, das ist noch schwer zu sagen, aber sie vielleicht so ein Fünftel von der Zeit. Sag nicht alles. Sag nicht alles. Nein, ich sag nicht alles. Ein Fünftel von der Zeit, aber immerhin. Ihr macht mit eurem Vater zusammen das ganze Projekt. Gibt es verschiedene Lampen mit ihm, mit dem alten Sack daheim? Immer wieder. Mhm. Das ist gut. Hey. Aber das gehört mit dazu. Das Projekt hat einen riesen Erfolg. Hat er das erwartet am Anfang? Nein, es ist eigentlich wirklich nicht eine Schnapsidee. Ich muss sie korrigieren. Es ist eine Bieridee. Mhm. So ist es entstanden. Und ihr seid alle glücklich und macht wirklich als Familienbusiness mit. Es war eine Spielweise und eigentlich eine wunderbare Geschichte. Und jetzt sind wir eigentlich fast ein bisschen überfordert mit diesen über 900 Rentnern. Es sind jetzt 898, heute Stand, heute Abend. Jetzt müssen wir schauen, was wir mit denen machen, mit diesen vielen Rentnern. Aber jetzt haben es alle gehört. Und wir haben natürlich auch jemanden angestellt heute Abend. Euch ist vielleicht aufgefallen, dass unser Service nicht von einem adretten jungen Mann oder einem Fräulein gemacht wird, sondern von noch einer adretteren Dame, die heute Abend im Service war. Ihr seid auch auf dieser Plattform. Jawohl, seit dem Anfang. Also euch kann man auch einsetzen zum Servieren. Kann ich auch, wenn ich Gäste habe, euch in die Küche stellen und mir zu helfen? Ohne weiteres, ich koche sehr gerne. Was hat euch motiviert, jetzt auf diese Plattform zu gehen? Als ich pensioniert wurde, habe ich einfach gedacht, ich möchte gerne etwas machen. Ich habe aber nicht gewusst, was. Sicher nicht mehr zurück ins Büro, sondern einfach irgendetwas. Und als ich den Händchen gefunden habe, in meiner grossen Beige von Werbung, habe ich das angeschaut und gedacht, es ist genau das, was ich gerne machen würde. Ich habe viele Gärten gehütet, Häuser, Terrassenhäuser. Ich habe Büsse gehütet, wo ich zweimal im Tag vorbeigegangen bin. Ich hatte tagsüber heute, als ich gehütet habe. Hat jetzt für euch jetzt in eurem Leben die Tätigkeit da noch ein bisschen mehr Sinn gegeben? Sehr, sehr. Weil es ist sehr vielseitig. Und es hat Freundschaften gehabt, die entstanden sind. Ich habe schon eine Tourkundschaft, die immer wieder zu mir kommt und mich letztens gesucht hat, als ich 5 Wochen in der Ferien war, per SMS angeschrieben und gesagt, hallo, hallo, ich suche dich, wo bist du? Und das tut gut. Wie lange wollt ihr das noch machen? Solange ich kann, bis ich 100 bin, wenn es geht. Also, das zeigt doch, und das, denke ich mir, ist schon die tolle Zeit, wie wichtig die Idee ist. Und vielen Dank, abrechnen wir dann nachher für den Service hier bei uns im Studio. Ja, herzlichen Dank für die tollen Einblicke in eine wirklich goldige Idee, die vielleicht irgendwann mal dann auch ein Return on Investment gibt, wo das Geld, das ihr investiert habt, für die Sache zurückkommt. Ja, ich finde es ganz toll und wichtig, dass ihr das so machen. Sie haben machen. Den Platz mit 65. Ja, ich bin auch bald so weit. Eben, ja, das wissen wir. Steudeln Sie jetzt noch ein bisschen raus. Ja. Und nachher melden wir an. Eben. Ich weiss noch nicht, für welche Tätigkeiten. Das muss ich mir überlegen. Ja, da tun wir noch etwas suchen. Vielleicht könnt ihr mir da beraten. Ja, da tue ich dann schon raten. Das wäre euren Auftrag. Ja. Wie überlegen wir das? Herzlichen Dank, Herr Hildebrand, meine Damen und Herren. Lieber noch einen Moment hocken. Wir machen jetzt da gerade für, aber vielen herzlichen Dank. Und ich hoffe, der Einblick in die wunderbaren, goldigen Ideen hat euch auch ein bisschen inspiriert. Kreativ leben heisst eben immer neues Wagen. Jetzt geht es weiter mit dem NZZ-Format. Wir sehen uns mit anderen Ideen rund um ein erfülltes Dasein nächste Woche wieder. Bis am Donnerstag. Ciao zusammen.